Herzlich willkommen zurück zum Minecraft. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind immer noch dabei, unser Haus einzurichten, was aber fast fertig haben. Eins, was ich jetzt eigentlich noch machen möchte, ist zwei Blumenpötte holen. Dann hier kurz die Außendeko, das geht ja schnell und dann bauen wir den Brunnen und fangen an mit der Bäckerei. Aber wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich die Bäckerei bauen soll, ich habe eigentlich vor, da so eine kleine Theke zu bauen. Da lege ich dann Itemframes rein und da rein halt Brot und Weizen und sowas. Das ist so ein bisschen aussieht wie eine Verkaufstheke. Ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weiß ich nicht. Was gammelst du vor meiner Tür rum, Mensch? Aber das werden wir ausprobieren. So, jetzt machen wir mal kurz was googeln. Und zwar... Was wollte ich denn jetzt überhaupt? Genau, Blumenpötte. Hatte ich den Ton? Blumenpötte, wenn denn hier unten irgendwo? Das sind Dias, Downet, das ist Redstone. Ah, das reicht für zwei Blumenpötte. Braucht nur sechs. So. Und da kann man ja, glaube ich, so eine Blume reinstellen, ne? Eine Blume kriege ich schon von... Oder habe ich Blumen? Müsste ich mal gucken. Blümchen? Blümchen? Ja. Ah, nehmen wir zwei weiße. Finde ich ja nicht ganz hübsch. So. Schlafen gehen wir da gleich im Haus. Hier haben wir kein Bett mehr. So. Ja, ist richtig gut. Dann will ich zwei mal mit. Ah, Blumenpötte waren auch in der Kiste, habe ich ihn gesehen, ne? Stimmt, der fällt mir jetzt wieder ein. In der letzten Folge doch gesehen. Dieser Händler, ne? Die Sandsteinmauer, die muss hier auch noch weiter. Die soll hier ja ran. Ich muss hier sowieso die Keimmauer ein bisschen weiter bauen, bevor ich da wirklich anfangen kann mit der Bäckerei. Aber, und Lampen brauche ich gleich noch, aber gut, Eisen haben wir. Dank Taube irgendwann genug. Und ich habe auch jede Menge Materialien. Dank euch allen. Ich weiß gar nicht, von wem das alles kommt. Ich sag trotzdem Danke. So. Dort noch einmal hin und dort hin. Guck mal hier, dann hat er doch ein schön gemütliches Bett. Licht hat er auch hier drin, also spawnen sollte hier drin eigentlich nichts. Das würde mich doch dezent wundern, wenn hier was spawnt. So, dann lege ich mich mal kurz schlafen. Dann sehen wir mehr. Und dann kümmern wir uns jetzt kurz um die Außendeko. Weil hier soll ja definitiv noch Licht dran. Ich bin nur überlegen, ob ich das genauso mache wie da meine Lampen. Oder ob ich hier zur Abwechslung mal komplett Zäune lang ziehe. Könnte man eigentlich auch mal machen. Das muss ja nicht jedes Haus gleich aussehen. Ich stelle hier mal eine der Crafting-Boxen hier hin zum Bauen. Die kommt aber wieder weg. So. So, na gut, Holz hätte ich noch genug. Ich mach das mal alles zu Brettern. Dann mache ich mal die Hälfte davon zu Stiggies. Von ein paar haben wir ja noch. Sehr schön. Dann baue ich mal ein paar Zäune. Zack, zack. Dip, 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 dip. Es sollte reichen an Zaun. Eigentlich. Hier, das kann man übereinander stapeln. Mal gucken, wie das so aussehen würde. Das ist so ähnlich wie in der Scheune. Hier lang. Denn natürlich hier. Das sieht schon, naja, eigentlich müsste ich das denn hier auch durchziehen. Mal gucken, aber dann reichen die Zäune wahrscheinlich nicht, aber die kann ich ja noch bauen. Ah, es hat aber schon was. Das ist mal was Neues, ein bisschen abstrakter, ne? So, hier denn nochmal lang. Ich meine, das haben wir in der Scheune da hinten ja auch schon gemacht, aber ich will halt nicht, dass euch jedes Haus gleich aussieht. So sehen, sind da ein paar Unterschiede. Ja, das geht, das geht. Sehr schön. Denn hier nochmal lang. Zack, zack. Aber da muss ich definitiv nochmal ein paar Zäune bauen. Ah, das kriegen wir hin. Licht soll da definitiv ran. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist mit der Flutlichtbeleuchtung. Aber es wird hier sonst zu dunkel. Sonst haben wir hier Monster en masse rumrennen, weil ich habe bei mir im Claim die Monster an. Ah, ich hatte letztens bei euch gelesen... Wenn ihr das Gebiet claimt, sind die Monster aus. Ja, das stimmt. Die gehen dann automatisch aus. Aber auch nur bei euch im Claim. Aber allerdings, hatte ich glaube ich auch schon mal gezeigt, könnt ihr sie auch wieder einschalten, wenn ihr unbedingt Monster haben wollt. Das Ganze habe ich bei mir ja auch gemacht. Ich kann ja gleich gerne nochmal zeigen, wie. Reicht das Holz nicht? Echt nicht? Nö. Das bisschen füllt. Och nö. Echt jetzt? Ja gut, dann holst du da vorne was ab, weil hier muss sowieso was weg vom Wall. Was ich noch zeigen wollte, das geht eigentlich ganz einfach. Hier, RP. Dann machen wir Fleck. So.
Einfach Enter drücken und dann hier, da, Spawn Monsters. Gut, hier ist es gerade aus, aber da vorne in meinem anderen Claim habe ich es an. Hier soll es eigentlich auch an. Da kann man dann nochmal entscheiden, welche Monster man haben will. Kann man für jedes Monster einzeln an- und ausmachen oder alle hier aus und an. Mach ich jetzt mal alle an. So. Das muss man leider für jeden einzelnen Claim extra einstellen. Das hier ist ja ein anderer Claim als der da hinten. Aber hier sollen sie eigentlich auch an. Hatte ich wohl vergessen. Jetzt sind sie an. So. Das ist Schwarzeiche. Ich brauche Eiche. Ich glaube, den Wald hier werde ich sowieso reduzieren müssen. Sonst kommt das mit dem Dorf nicht hin. Also kann ich mir hier auch ruhig ein bisschen was wegholen. Ich viel zu viel Wald hier auf der Karte. Oh, die Spawn wird das hier jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Es reicht erstmal für meine Zwecke. Gut. Denn... Das einmal zu Bretter machen sollte reichen. Denn nochmal putzen. Ich brauche ja gar nicht mehr viele Zäune. Auch noch ein paar für die Lampen, aber unter vorne... Ah, mal gucken, das sollte reichen, oder? Ja. Noch ist das Holz auch schon wieder weg. Sollte aber reichen. So, einmal hier durch, zack. Und dann wollte ich ja halt wieder so Lampen ranhängen haben. Da eine. Hier eine, genau. Damit es halt nicht zu dunkel wird hier. Da definitiv noch eine. Hier. Wie gesagt, das hier werde ich weiter bauen müssen. Bevor ich hier nachher die Häuser weiter baue. Aber erstmal gleich die Außendeko. Zack. Zack. Und hier nochmal. So, die Lämpchen baue ich kurz, weil ich habe keine mehr. Dafür brauchte ich Eisennuggets. Ne, dann mache ich mal die Hälfte zu Eisennuggets. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Da war doch vielleicht ein bisschen viel Eisennuggets. Ja, obwohl, da kommen ja nicht viele Lampen raus. Hauen wir die auch nochmal dazu. So, habe ich noch irgendwo Eisennuggets? Ja, da. Gut. Machen wir mal einen ganzen Schwung Lampen, dann haben wir zumindest genug. 5 Eisennuggets sind denn... Ne, hier sind auch noch welche. So. Gibt es zumindest 32 Lampen. Hau ich den noch rein. Zack. Sehr schön. Jo, passt doch. Sitzpass, wackelt und hat Luft. Dann kommen hier die Lämpchen ran. Zack. Zack. Ich weiß, das ist ein bisschen viel Licht. Aber ich möchte halt nicht, dass es unmittelbarer Nähe der Häuser spawnt. Das muss auch nicht sein. So. Auch wenn ich das hier ehrlich gesagt schon ein bisschen viel des Guten finde. Naja, da sieht das besser aus. Naja, das ist halt... jedes Haus sieht halt anders aus, ne? Gut, jetzt habe ich hier kein Licht vor der Tür, ne? Aber der eine genau in die Mitte hängen, das müsste doch gehen, oder? Ja. Das müsste gehen. Gut, dann baue ich hier jetzt erstmal schnell. Dafür müsste der weg. Den Brunnen hin. Klein. Ungefähr hier so mittig wollte ich ihn haben. Damit ich ungefähr weiß, wie ich die Wege machen muss. Den Brunnen, naja. Wie wird es denn aussehen aus Cleanstone? Soll ja nur so ein ganz kleiner werden. Also jetzt nichts Großes. Zock, zock. Mit vielleicht einem Loch in der Mitte. So. Also reicht schon, vielleicht ein Tickchen tiefer. Auch nur ein Tickchen. So, und hier in den Seiten natürlich noch Stein. Zack. Sehr schön. Da drauf bräuchte ich mich auch noch mal ein paar Zäune. Zack, zack. Ja, das reicht, glaube ich, schon. Hm? Und hier noch mal. Da drauf denn so ein kleines Dach aus Slabs. Ah, vielleicht eine Spur höher. Und dann machen wir kurz Gerüste. Zock, zock, zock. So, da. So, da nehme ich jetzt aber, weil es besser passt, einmal Schwarzeichenholz. Gut, davon habe ich jetzt auch nicht mehr allzu viel, aber davon hätte ich notfalls noch genug im Lager. Slabs brauche ich dafür. Ich weiß nicht, ob die reichen. Werden wir gleich sehen. Hm? Zack.
Bist du einmal höher, ne? Da komme ich so nicht rauf, das ist klar. So, da. Denn hier noch mal. Ja, hier sollte eigentlich... Ah, warte mal. Der so, der hier kommt wieder weg. So, wie sieht das aus? Ah, gut. Ist vergessen nicht der super hübscheste Brunnen. Vielleicht könnte man hier das Ganze noch mal ein bisschen verlängern. Ich weiß aber nicht, ob das aussieht. Zack, zack. Muss mal weg. Zack, zack. Nee, das ist eine zu viel, ne? Hier fehlt einer. Gut. Und den hier nochmal. Zack. So. War schon zu groß, ne? Ist zwar nicht gerade super hübsch, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und hier vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das geht. Glaube aber nicht. War jetzt überlegen, hier vielleicht eine Lampe reinhängen hier in die Mitte, aber geht nicht, ne? Nein. Weil das nur ein Slab da oben ist. Aber ganz ehrlich, ein Brunnen muss auch nicht beleuchtet sein. Nee, aber ehrlich gesagt gefällt mir das nicht. Ich nehme die Kanten hier weg. Also das Dach bleibt drauf, nur die Kanten kommen weg. So. Sehr schön. Das ist sonst zu klobig. So reicht das. Das ist nur ein Brunnen, Mensch. Reicht voll und ganz so. Was man vielleicht noch machen könnte, diese Treppe hier. Da so rummachen einmal. Zack, zack, zack. Dann bräuchte ich natürlich noch ein Pont. Kann man ja bauen. Dann ist ja nicht das Problem. So. Ja, ich sind aber gerne so komplett rum. So. Wunderbar. Zack, zack, zack. Hier inneren. Da inneren. Ja. Gut, jetzt sieht er wieder so klobig aus, aber. Es hat was. Und dann kann man nämlich anständig die Wege machen. So, dann kommt der hier erstmal weg. Das Unkraut muss hier definitiv weg. Dip, 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 dip. So. Und jetzt wird es schon wieder dunkel, ne? Leg mich sofort schlafen. Jetzt müsste es hier aus dem Bohren. Jetzt sind sie ja an. Gut, Licht hätten wir hier auf jeden Fall. Jetzt brauche ich aber definitiv einmal die Schaufel. So, dann würde ich mich gerne zumindest hier vom... Natürlich. Oh, vielleicht jetzt ein bisschen schräg. Damit ran, ehrlich gesagt. Dass man hier so am Haus vorbeiläuft. So. Ja. Das hier quasi verbunden ist und das hier führt ja quasi... Dazu Brügge. Ehrlich gesagt gefällt mir das Ende hier gar nicht, aber lass ich erstmal so. Und hier wollte ich halt auch so wie da. So zwei, drei Bäumchen zwischen, ein bisschen Blumen und Gras. Dann passt das. Hier vielleicht so zwischen. Und vielleicht hier noch so eine Art kleinen Trampelpfad. Um den Brunnen rum. So. Der Brunnen hier benutzt wird. Von der Seite hier auch, was es so aussieht. So, genau, von den Seiten mit benutzt wurde. Vielleicht später auch noch von den anderen Seiten, aber dafür muss ich erstmal was ins Stehen. Ich gehe jetzt mal kurz schlafen. So. Denn hoffentlich habe ich das Kind noch einstecken und nicht weggeräumt. Wir haben Besuch. Wer brennt denn hier? Hört sich an wie ein Dorfbewohner. Jo, Hallöchen. Wollt ihr einziehen? Keine Zeit, dich zu heilen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, aber Spawn tut sie definitiv. Gut. Den werde ich wahrscheinlich auch noch zu Weg machen, sobald der grün wird. Ja, das passt, das passt. Gut. Noch mehr. Ich wollte aber erstmal die Bäumchen pflanzen. Jetzt habe ich natürlich keine... Würde ich hier gerne Birkenbäume haben, weil hier so viele andere Bäume sind. Wohin mal kurz Birkensetzlinge? Damit es hier so ein bisschen Natur belassen, soll es hier ja auch aussehen. Kommt doch langsam. Auch wenn wir langsam vorankommen. Dafür baut sich aber auch Stück für Stück was auf. Du bist ja immer noch hier. Mach einen Abflug.
Schissi, ich will dich nicht. Nee, nee. Außerdem Seeds. Warte mal, da kann ich aber die mit reinschmeißen. Ja. Hier, yeah, ich nehme mal so 3-4 Stück mit. 4 besser gesagt. So. Knochenmehl, Hobby noch. Gut. Das ist wirklich was so richtig schönes, gemütliches Dorf. So. Dann würde ich so gehen. Warte mal. Ja, da hier schon steht, könnte man hier vielleicht auch sehr gut einpflanzen. Würde hier sogar sehr gut passen. Hier so ungefähr. Genau, da kommt ein bisschen rum. Ehrlich gesagt hätte ich hier auch gern noch einen Baum. So, wenn der hier gewachsen ist, ja. Dann soll hier noch einer hin. Ich will die jetzt halt nicht zu dicht beieinander haben. Nur so vereinzelt hier. Und da noch so einen hin. Dass der hier so gewachsen ist, mit ein paar Blümchen und so zwischen. Da mache ich jetzt aber gleich mit direkt mit Knochenmehl erstmal hier. Wenn er nicht immer so viel setzen würde. Weil die großen will ich hier nicht haben. Nur so vereinzelt ein paar Grasbüschel zwischen. So, vielleicht hier nochmal. Hier ist natürlich, ja. Das ist furchtbar. Diese großen Grasdinger, die sind sowas von furchtbar. So. Das ist hier nur so ein bisschen, genau. Ein bisschen wilder aussieht. Blumen und so sind dazwischen. Wunderbar. Das gleiche wollte ich dann auch nochmal hier. Ja, wenn nicht wieder so viel kommt. Du gehst weg. Du gehst weg. Guck mal, hier sind auch mal denn andere farbige Blumen dazwischen. So, das Ganze könnte man hier dann auch nochmal machen. Ich drück nur einmal rauf, Alter. Nur einmal. Das muss ja super Dünger sein. So, ja. Die Blume wollte ich nicht wegreißen. Hab ich auch nicht. So. Mit 1.17 kommen ja, glaube ich, auch, weil ich die gerade da sehe. Habe ich beim guten Sparky gesehen. Neue Tintenfische, ne? So komische Glitzer-Tintenfische. Ob die jetzt eine wirkliche Funktion haben, weiß ich nicht. Aber es kommen auf jeden Fall welche. So, dort denn nochmal. Zumindest entstehen hier ein paar Blumen dazwischen. So. Ja, gut, da ist jetzt ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, da ist jetzt ein bisschen leer, aber das war jetzt zu viel des Guten. So, hier ist noch ein bisschen leer. Zumindest entstehen Blumen mit. Das war schon mal was. Also die großen will ich hier auf keinen Fall haben. Nur so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon viel zu viel. Hier vorne geht's noch. Hier ist schon viel zu viel. Hier ist ja alles voll gewuchert. Wollen nur vereinzelt was stehen. Ah, hier ist noch ein bisschen viel. So. Da noch ein bisschen. Ja. Gut, hier wachsen ja noch die Bäume zwischen, hoffe ich. Ja, die setzen hier stehen noch. Und dann sieht das nachher so ähnlich schon aus wie da. Da vielleicht noch einmal hin. Ja. Schlimm. Wie gesagt, nur mal vereinzelt. Ist eigentlich auch schon ein bisschen viel. Gut, genau. Ehrlich gesagt gefällt mir das hier direkt neben dem Weg auch nicht wirklich so. Ja, guck, du siehst doch ein bisschen. Hier ist vielleicht ein bisschen wenig. Hier stehen ja auch immer gleich die Großen. Gut, die Kleinen können stehen bleiben. Die Großen kommen hier definitiv raus. Der kann raus. Und wie ist denn der nochmal? Ist ja gar nicht erst ganz so viel entsteht. Hier lasse ich es erstmal so, weil das hier Wohnbereich ist. Hier müsste hin. Aber auch hier. Ist wieder viel zu viel. Das war mal dezenter, ne? Das haben sie echt übelst verstärkt mit dem Knochen. Da kam mal weniger Gras. Ah, es geht, aber es geht. Zumindest ein paar Blümchen mitzwischen. Soll ja jetzt auch nicht zu viel werden.
Genau, wenn da dann erstmal die Bäume gewachsen sind, das lasse ich erstmal so, weil was anderes hin muss. Aber hier hätte ich schon gerne, hier zumindest hinterm Haus, weil hier hat er eh keine Tür, aber Alex nicht so viel. So, soll doch nur dezent was hin. So. So. Ah, genau, damit es ein bisschen wilder aussieht. So, den Rest mache ich jetzt später, wenn ich hier die Mauer gemacht habe. Die muss mich definitiv weiter. Sonst kommen wir da ja nicht weiter. Ich hoffe, dass die Bäume hier relativ schnell wachsen. Das wäre schon schön. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel und ich muss hier später noch ein bisschen aufräumen. Könnt ihr ja mal zuschreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es eigentlich schon sogar ein bisschen dezent zu viel. Ich meine, hier gefällt mir es ganz gut. Kann aber auch an den Bäumen liegen. Hier sind die Bäume ja noch nicht gewachsen. Mal abwarten, wie es mit den Bäumen aussieht. Kann man doch, glaube ich, auch mit Knochenmehl beschleunigen, oder? Nein, au, au. Natürlich nicht, wenn man im Baum steht. Das ist. Hier ist noch einer. So. Ja, das geht. Wunderbar. Ich glaube, hier hatte ich, ja, hier hatte ich auch noch einen. Na gut. Der wohl nicht. Ja, ich glaube, wenn der hier auch gewachsen ist, sieht das gar nicht mehr so. Da ist ja auch noch einer. Die nachher auch gewachsen sind, sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Dann passt das. Sehr schön. Den werde ich jetzt einmal kurz, bevor wir jetzt da weitermachen mit der Bäckerei. Hier muss die Mauer ein Stückchen weiter. Muss man was gucken. Ist das überhaupt richtig so, wie das hier? Glaube nicht, ne? Obwohl, wenn das hier so weitergehen soll. Doch, könnte richtig sein. Warte mal. Ich brauche einmal kurz ein paar Ziegelsteine. Ja, wenn ich das hier so weiterziehe, also kurz gesagt, wo die Küste eh schon war, muss ich eigentlich bloß die Wand dahinter richtig anpassen. Dann geht das. Also kurz gesagt, eins, ich hatte sowieso mal fünf, ne? Eins, zwei, drei, vier, hier ist sogar noch vier. Ja gut, das muss ja nicht über gleich breit sein. Zack, ich müsste den quasi hier räumen. Hier müsste die Wand dann noch ein Stückchen weitergehen. Genau wie hier. Hier müsste aber allerdings der denn weg. Der weg. So, da geht dann die Wand weiter. Jetzt müsste das Ganze hier schon wieder ein Stückchen weiter raus. So kurz gesagt, die Wand dahin. Und hier, weil sie halt so groß ist, noch mal eine ganze Ecke weiter raus. Kurz hier ungefähr, ne? War eigentlich zwei, aber wie gesagt, das muss ja nicht überall gleich breit sein, sonst sieht das da auch nicht aus. Sehr schön, sehr schön. Sie hier. Einen richtig schönen Schisskanal am Dorf vorbei haben. Ja. So, denn das Stück nochmal. Ich habe jetzt halt leider keinen Cleanstone einstecken, um die Wand da zu machen. Ah, den machen wir wieder gleich jetzt. So, und dann müsste ich hier aber echt mal gucken, dass ich ein bisschen schmaler werde. Also kurz gesagt, er müsste dann jetzt mal wieder zwei, das wird hier zu viel, was ich hier wegnehme, nach da geht. Der müsste dann auch mal wieder ein bisschen hier rüber. So, hier noch ein Stein rein, der Rest wird da schon wieder Wand, damit ich das hier so rumkriege. Sonst nehme ich mir da zu viel Baufläche weg. So, der müsste denn hier rein, da rein. Das sind eh gleich die Steine weg. Ja, hier würde dann die Wand weitergehen. Hier dann genauso hier so weiter, das heißt, hier müsste das nachher weiter. Hier sind die Steine aus. Ich meine, vier könnte ich noch machen. So. Da denn hin. Zack. Der müsste dann natürlich hier hin. Das ist hier dann der, so weitergeht. Und hier quasi so die Wand. Das. Ja. Was wir hier weiterbauen können.
Wunderbar. Da vorne ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schmal. Da werde ich wahrscheinlich sogar ein Stück vom Land wegnehmen. Damit das hier wunderbar passt, aber eins hat man, ich leg mich erst mal schlafen. Ah. Mal gucken, wie das denn fertig aussieht. Einmal kurz schlafen legen. Es ist mir vielleicht doch ein bisschen zu viel Gras. Ich glaube, ein bisschen werde ich da noch rausnehmen. Aber ich warte erst mal ab, was ihr dazu schreibt. Vielleicht findet ihr es ja ganz hübsch. Hier gefällt mir das wirklich. Aber hier ist auch nicht so extrem viel wie da, ne? Obwohl hier auch nicht so viel ist. Sieht nur so aus, weil die Fläche hier größer ist. Der eine Baum hier ist inzwischen gewachsen. Fehlt eigentlich nur noch der da vorne, ne? Das hier wirklich so, wie so eine ländliche Gegend aussieht. Hätte aber was. Okay, ich hole jetzt erstmal den Cleanstone, der müsste ja in der Zwischenzeit geschmolzen sein. Warte mal, ich hab hier das eine Blümchen, das setze ich dahin. So, du kommst wieder dahin. Sehr schön. Cleanstone! Damit ich zumindest die Mauer schon mal ein Stück weiter schieben kann. Didim, didim. Von hier oben sieht das auch gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Hat was. Ah, ich bin halt immer so ein bisschen unentschlossen. Der steht ja immer noch vor der Tür. Sag mal, was macht der da? Junge, wenn du weiter länger hier rumstehst, darfst du Miete zahlen. Das Privatgrundstück. Ja, guck mal, alle fertig. Sehr schön. So, hier. Den da unter hatte ich noch, ne? Jo. Hatte doch auch schon. Hier, ich nehme mal 64 Grad Dorfkiesen mit, weil meine eine da eh gleich verbraucht ist. So. Und rüber da in die gute Stube. Natürlich muss das Ganze hier natürlich auch noch auf der anderen Seite gemacht werden. Ich mache jetzt erstmal absichtlich nur die, damit ich da weiterkomme mit den Häusern. Die Brücke ist auch noch nicht so ganz fertig. Jetzt ist er gewachsen. Na, guck mal, das sieht doch geil aus. Hier so ein Weg unterm Baum durch. Das passt doch. Schnuggelig. So, dann können die mich gleich hier rein. Sehr schön. Ich bin sowieso überlegen, da vorne noch irgendwie so einen Weg hochzubauen. So, dann muss hier jetzt erstmal. Zack, zock, die Mauer lang. Ne, ich wollte die hier lang bauen. Dann wird's hier aber übel schmal. Aber wie gesagt, das muss ja nicht überall gleich aussehen. Hier kann übrigens wieder ein bisschen Erde rein. So. Ah, gut, ist die Ecke ein bisschen schmaler, aber das kann ja nur auch nicht schaden. Auf jeden Fall muss den hier hin, hier hin. Hier müsste quasi da weiter. Jetzt hier. So. Do nochmal. Do. Und hier fehlt ja eh noch. Stück für Stück. Dann erstmal hier rauf. Da oben drauf kommt ja eh wieder der Ziegelstein. Hier kommt eh der rein. Zack. Bringt einen ja durcheinander, diese Löcher. So. Hier ist auch noch so ein Loch. Sehr schön, sehr schön. So. Da drauf denn halt der Ziegelstein. Davon kann ich jetzt aber ein bisschen was machen, ne? Ja. Sehr schön. Die kann ich hier dann schon mal langziehen. Zack, zack, zack. Hier muss ich aber die Ecken mitmachen. Damit es ja nicht so ganz abgefragt aussieht. So. Da nochmal. Sehr schön. Wunderbar. Dann hätten wir das. Sieht zwar jetzt etwas schmal hier vorne aus, aber wie gesagt, das muss ja nicht überall gleich breit. Das sieht aber hier gemacht. Was habe ich denn hier gemacht? Warte mal. Das so mache. Ja, das passt denn hier besser mit der Kante.
Das hier sieht aber auch nicht schick aus, ehrlich gesagt. Ah, gut, habe ich jetzt ein paar Steine verschwendet, aber da den Ziegelstein rein und hier genauso. Zack, zack. Ja, das sieht besser aus. Ich glaube, hier vorne werde ich dann nochmal so eine Treppe hochbauen. Später. Mal kurz gucken, wie es hier oben aussieht. Das passt halt hier nicht mehr. Das hier ist ja okay. Wo hier? Der ist zu viel des Guten. Der ist zu viel. Und der hier auch. Ja. So, dann fülle ich hier kurz die Spalte hier mit Erde auf. Und deswegen konnte ich hier noch kein Gras hinmachen, weil ich halt noch gar nicht wusste, wie genau die Erde hier kommt. Du gehst mal weg. So. Zack, zack. Du gehst ebenfalls weg. Dann da nochmal. Sehr schön. Ja. Und das später halt auf der anderen Seite. Dann sieht das hier auch wieder mehr nach Kanal aus. Hier wollte ich dann mal gucken. Jetzt müsste hier nachher hier so rumgehen. Hier wäre, glaube ich, besser die Treppe geeignet. Weil der Dreck in der Kurve ist, glaube ich, schlecht. Sehr schlecht. Und hier denn ungefähr soll die Bäckerei hin. Damit ich hier nachher Platz für meinen Platz habe. Das heißt, hier müsste sogar in der Tort, ich verbrauche erstmal meine eine Schaufel, die ich hier einstecken habe. Die habe ich schon so Ewigkeiten drinne. Und möchte auch kurz die zwei Blümchen da loswerden. Die kann ich da vorne irgendwo mit hinstellen, ne? Hier so eine, da so eine. Zack, fertig. Hier müsste definitiv ein Biesle weg. Und jetzt nicht alles, aber ein Biesle. Sehr schön. Die Schaufel habe ich ja schon Ewigkeiten. Verbrauche ich jetzt erstmal. So. So, mal gucken. Oh, ein bisschen hier so um die Ecke, damit es ein bisschen natürlich bleibt. So. Ja, gut. Die Ecke da so ein bisschen abgeschrägt. So. Und das Stück kann dann den weg. Dann haben wir hier auch den Bauplatz. Sehr schön. Und schon wieder viel zu viel Erde einstecken. Na, es geht, es geht. Es geht. Sehr schön. Dann kann ich hier nämlich die Bäckerei hin. Hier passt sie denn perfekt hin. Wunderbar. Finde ich ehrlich gesagt noch nicht genau weiß, wie ich die bauen soll. Ich werde jetzt nur mal gut schnell die Erde kurz da hinten reinklatschen. Das, was wir zu viel haben, weil da kommt wahrscheinlich später noch mehr Erde zu. Nicht alles. Ein Teil brauche ich ja noch zum Gerüst oder so. Ah, hier, guck dir das mal an, Alter. Wie ich das hier machen soll, weiß ich auch noch nicht. Aber die Bäume werden da wahrscheinlich einmal weg müssen und später wieder hin müssen. Damit ich das doch einigermaßen, damit es nicht so löchrig aussieht. So, hier meinte ich, werde ich einmal kurz ein bisschen Erde reinstecken. Das bisschen. Aber nicht alles. Wie gesagt, die 42 werde ich wohl behalten. Nur den einen Stack hier. Ja. Zack, zack, zack. Damit komme ich ja eh nicht weit. So. Wunderbar, wunderbar. So, das war's doch schon. Will hier nicht wieder stundenlang Erde klatschen. Ja. Schön, schön, schön. Gut, dann beginnen wir das nächste Mal mit der Bäckerei. Da muss ich mal gut gehen, ob ich da irgendwie einen Ofen hingezimmert kriege oder so eine Art. Das wird schon irgendwie klappen. Das soll kein allzu großes Gebäude werden, aber ich will da eine Theke und sowas drin haben. Müsste aber vorher Inventar leer machen. Ne, mein Freund? Dann gehe ich jetzt ins Lager. Ich verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns denn morgen wieder. Bye, bye.